muss direkt auf den Kristall unten. Ha, der ist ein Hühnchen geworden. Ey, bleib da. Hallo VR-Gamer, ich bin DeLorean787 und ich schaue mir mit euch Crystal Riders VR an. Ja Leute, am 21. Mai startet das Game in Early Access. Es hat mir eigentlich so von den Videos her ganz gut gefallen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich schaue hier mal rein. Das hier wird mein erster Eindruck. Ich habe noch nicht gespielt bis jetzt. Wir können das Spiel später im 4-Player-Koop-Modus spielen. Oder auch alleine, je nachdem wie ihr das haben möchtet. Ja Leute, wir sollen uns jetzt hier einen Charakter aussuchen. Dann nehme ich mal den Kollegen hier. Start. Building Magical Castle. Da bin ich jetzt halt wirklich gespannt, was hier auf uns zukommt. Ich stehe ja auf so kleine Jump'n'Runs, Geschicklichkeit und so. Ich denke, das könnte Spaß machen. Wir werden es sehen. So Leute, hier bin ich. Wir haben einen Avatar. Schaut sehr cool aus. Ich mag halt diesen Comic-Look hier. Gefällt mir schon sehr gut. Ja Leute, hier scheinbar unser Leben. 100 von keine Ahnung was werden wir herausfinden. So, wir sind hier im Tutorial. You can skip. Nee, wir machen mal das Tutorial hier. Okay, der Kollege redet, aber hat noch keine Stimme. Zeppelin in the castle, maybe that is your way. Our way out, let's go and see. Okay, hier springt man. Gut. Was haben wir hier? Hier haben wir ein Menü. Da schauen wir doch gleich mal rein, wenn wir es schon offen haben. Video. Machen wir mal hier. Hi. Oh mein Gott, was passiert hier? Jetzt hat es sich aufgehängt. Oder auch nicht. Er hat es übernommen. Wunderbar. So. Das ist echt merkwürdig, das Menü. Das bewegt sich hier irgendwie mit. Das ist ein bisschen komisch. Anti-Aliasing ist an. Bloom ist an. Realtime Shadows 2K. Texture Quality High. Das lassen wir einfach alles mal so. Okay, was haben wir denn hier noch? Audio Settings, das lassen wir auch so. Gameplay. Smooth Turn, cool. Smooth Turn. Okay. Ah, der dreht sich dann aber trotzdem nur in den 45 Grad Winkel. Wenn ich jetzt das hier runtergehe, dann habe ich überhaupt keinen Turn mehr. Das ist aber ein komischer Smooth Turn. Da müssen sie direkt nochmal nacharbeiten. Region Europe. Okay. Select Mic. Okay. Das brauchen wir jetzt halt eh nicht. Wir spielen es ja alleine. Invite. Okay, hier können wir Spieler einladen. Gut. Das war's soweit. Dann gehen wir mal zu den Kollegen hier. Try jumping over the obstacles. Use the jump button. Show on your Controller. Ah, Jump Button. Genau, das haben wir schon rausgefunden. Der Kollege rennt aber komisch. Tipp. You can run by pressing Shown Button on your Controller. Okay, ich sehe jetzt gar keinen Controller. Ah, okay. Linken Thumbstick reindrücken. Dann bleibt es auch dabei. Wenn man einmal drückt, läuft man die ganze Zeit. Wenn man nochmal drückt, läuft man wieder langsam. Dwarf. This is as far as I travel. Inside the castle you will meet my friends. Aha, aha. Who are waiting to teach you about guns and all kinds of things. And I will be waiting for you at the Zeppelin. Okay, dann sehen wir uns am Zeppelin, Kollege. Dwarf. Dann rennen wir ein bisschen schneller. Ich mag den Style irgendwie. Finde ich schon echt cool. Hä, was ist denn da? Bloß der Smooth-Turn ist echt merkwürdig. Aha. The bridge is raised and I can't find my
bow anywhere. See that crystal over there. Could you shoot it and help me bring down the bridge? Okay, das heißt, wir brauchen einen Bogen, damit wir auf den Kristall schießen können. Wahrscheinlich. Ja, hier kriegen wir ihn. Junge, dich gibt's ganz schön oft. Dreimal schon. If you want to practice your aim, try shooting the targets. Okay, dann nehmen wir uns mal den Bogen hier. So. Und dann probieren wir mal, wie geht das hier mit dem Trigger. Mit dem Grip-Button geht's nicht. Und dann haben wir hier automatisch den Pfeil. Zack. Das war ja gleich mal ein perfekter Treffer hier. Zack. Komm, ich will die Mitte. Hoppala. Der lässt einfach so los. Komm, Mitte. Komm schon. Ups, das war ganz schlecht. Jawohl. Naja, ist jetzt okay, aber richtig gut ist das Bogenhandling nicht. Und aufs Dach. Wunderbar. Okay. Also einen funktioniert. Boah, das ist aber echt, also da muss ich jetzt nochmal schnell nachschauen. Mit den Smoothern ist echt merkwürdig. Gameplay, Smooth Turn off. Okay, dann machen wir lieber hier Snap Turn. Ist in dem Fall wirklich besser. So, dritter Dwarf. Dwarf. Schießen wir auf den Kristall. Zack, und die Brücke ist unten. Dann kommen wir jetzt halt wahrscheinlich zum vierten Dwarf. Hey, da unten ist Lava und die blubbert. Hey, Dwarf Nummer 4, da bin ich schon. Hold it, there is a gun behind me, but sees tiles hide a trap. Okay. I say you make a run for it. Hope you are fast enough to not fall in. Okay. Dann probieren wir das doch einfach mal. Tipp. Ach du Scheiße. Ah. Ja, mei, wenn man halt Augen im Kopf hätte, gell? Pay attention to your surroundings. Ah ja, genau. Das ist logisch. Auf alles achten, was man so hört im Umfeld. Okay. Dann können wir den Bogen irgendwie... Ah ja. Okay. Hä? Okay, so können wir ihn aufheben, aber können wir den jetzt auch hinten ablegen? Nee. Hä? Sehr merkwürdig. Aber ich habe echt keine Ahnung, ob ich den irgendwo ablegen kann. Hätte ich vielleicht vorhin lesen sollen, vielleicht wurde mir das gesagt. Hä? Das ist aber echt merkwürdig, Leute. Komisch, wenn jetzt nur die linke Hand da ist, jetzt geht's. Kann ich den irgendwo ablegen? Nö, geht gar nicht. So, dann halte ich den jetzt erstmal in der Hand. There are so many traps and good things we can deal with them. Go slowly to trigger the lock trap and once it's released, try shooting the chain to dismantle it. Okay. Ah! Bam! Bam! Ah! Cool. Ja Leute, aber ich will immer noch meinen Bogen ablegen irgendwo. Wieso geht das nicht? Wieso kann ich meinen Bogen nicht ablegen? Schade. Echt schade. Keine Ahnung, warum das nicht funktioniert. So, wie soll ich jetzt hier hochkommen? Was ist denn das? Hallo? Komische Wand. Was ist das? Hey, die Waffe ist cool. Bam! Okay, dann gehen wir einfach mal da hoch.
Sehr komisch. Was ist das denn? Welcome to the fun and dangerous part. Now grab the grenade and throw it. That castle. Ah, da, okay. Alles klar. Jetzt lasse ich mal den Bogen da. So. Okay, einfach nur werfen. Nichts. Oh, ich muss was drücken. So, jetzt hat. Busch. Danke. Sehr cool. Ich nehme jetzt einfach. Hä? Wo ist der Bogen jetzt hin? Okay, ist schon noch ein bisschen buggy hier. Gibt noch ein bisschen was zu tun, Leute. In dem Game. Aber es schaut auf jeden Fall funny aus. You can wield some of the weapons two at a time. Okay. This can help you be either more defense or defensive. Okay. Hä? Ah. Jetzt Moment mal. Hä? Das check ich nicht. Das Handling check ich nicht, aber okay. This is an inactive spawn. When actively glowing, they are very dangerous as they can spawn several enemies. Okay. Enemy spawner. Aha. Yee. Goody. Try opening the chest by hitting the lock with your hammer. Bam! Bam! 50 Coins! Oder? Mit der Pistole schießen? Okay, das funktioniert auch. Können wir jetzt da irgendwie rein in die Tür? Hallo? Nee, geht nicht. Also das muss ich definitiv noch herausfinden, ob man die irgendwo ablegen kann. Ich habe echt keine Ahnung. Da oben. Was ist hier? Bam, bam. Das schaut cool aus. Okay, da ist es dann nicht. Ah, doch. Okay, man muss einfach nur fester hauen. Finde ich schon mal cool. So, Dwarf Nummer 7 oder 8, keine Ahnung. Oh no, there are active spawners here. Destroy the bombs by smashing the crystal. Okay. Destroy the bombs by smashing the crystal. Oh oh, oh oh, oh oh. Ah, man muss direkt auf den Kristall unten. Ha, der ist ein Hühnchen geworden. Ey, bleib da. Wo läuft denn der jetzt hin? Hallo? When someone is turned into a chicken, you can revive them by placing their orb on top of this very powerful totem. You could try that out by reviving me. Okay, probieren wir mal. Soll ich dich nehmen, oder was? Ah! Du hast mich jetzt erschrocken, Junge! So, den haben wir wiederbelebt. Dann geht's jetzt da lang. Good job on passing this extensive trials. You have proved to be a powerful raider. Ja, da bin ich ja gespannt, hä. You are all ready to go. But don't miss out on visiting the shop down at the dock before you leave. Okay, da unten ist der Shop. Dann gehen wir da mal runter und gucken mal, was der hier so für uns hat. Aha. Lass mal das Zeug fallen hier. Buy item. Okay. Weapon upgrades. Aha. Buy an equipped power up. Refill crystal power. Okay. Hold trigger button to activate power. Hallo? While the room glow, you will shoot explosive arrows. Okay. Hmm.
Weapon Upgrades. Okay. Da ist der Bogen. Da können wir jetzt. Was ist das? Hammer, Pistol. Refill 10 of your energy orbs, okay. Look at this energy, you can purchase, it can power up your weapons to do so much more. Okay, 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 das werden wir wohl alles noch herausfinden. Allerdings würde ich echt lieber herausfinden, wie ich diesen blöden Settings. Nein, ich will nicht verlassen. Hallo? Wieso komme ich jetzt hier rein? Click the highlight button on your controller to open up. Ja genau, das wissen wir ja schon hier, das Menü. That is it. You are ready to go. Time to move up. Okay. Geh mal zum Zeppelin. Ja Leute, hier ist noch ein bisschen Arbeit erforderlich. Man sieht das offensichtlich. Aber scheint trotzdem ganz witzig zu sein. So, jetzt bin ich hier. Und habe natürlich keinerlei Waffen. Das war jetzt ein bisschen doof. Aber ich habe auch echt keine Ahnung, wie ich die ablegen kann. Cast Challenge. Kann man da irgendwas machen? Der Portal to Experience Adventures Island Map. Okay. You are here. Yeah, Dog. Castle Challenge, Camp Square, Training Grounds. Okay, Training Grounds. Servus. Hast du mich jetzt erschrocken, hey? Castle Challenge, Camp Square. Okay. Hä? Sehr verwirrend. Servus. Ah ja. Okay, da könnte ich den Charakter ändern. Da ist mein Gold wahrscheinlich. Da könnte man noch Outfits ändern, oder wie? Schaut ja cool aus. Castle Challenge. Training Ground. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Einfach mal gucken. Yeah. Dum, dum, dum. Oh mein Gott. Alles ein bisschen viel hier. Point at the level orb you want and click grab to select it. Okay. Das ist der Level Orb. Hallo? Und jetzt tue ich den dann da rein. So. Und ich spiele das jetzt alleine. Start. Item found. Wieso habe ich jetzt was gefunden? Hallo? Ah, es ladet. Sehr strange. Ah ja, okay. Hier bekommen wir Waffen direkt am Anfang. Das ist sehr gut. Und dann können wir die einfach nur leveln dann. Bei den Shop. Was nehme ich jetzt hier alles mit? Echt ärgerlich, dass das nicht funktioniert hier. Oder ich bin einfach nur zu dumm? Keine Ahnung. Okay, wir machen das jetzt mal so. Wir nehmen jetzt beide mal mit. Zur Not kann ich den ja irgendwo ablegen. So, jetzt müssen wir aufpassen hier. Da kommen Gegner. Ja. Bam, bam. Scheiße, ich triff den Kristall nicht. Jawohl. 50 Schüsse. Hä? Oh, der schießt auf mich. Pusch. Oha. Was ist denn da überall? Gerade hier ein bisschen Reizüberflutung. Boah, 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 boah. Okay, ich kann die Schüsse auch abwehren. Hey, geh weg, geh weg. Wow. Ich lege mal den Bogen da ab. Ich muss mit der rechten Hand schießen. Bam, bam, bam.
Hey, was bist denn du für einer? Okay, wir haben hier auf jeden Fall unendlich Schuss. Ist auch schon. Oh, hey, wo kommst denn du jetzt her? Wo ist der hergekommen? Okay, da kommen wir. Ach, warte mal, da oben ist der Kristall. Dann geht die Brücke runter. Cool. Da unten ist die Lava. Aha, aha, aha. Wow, du Assi. Oh, da ist eine Kiste. Cool. Kommt da noch einer? Kann man das kaputt machen? Nee. Okay, das Gold habe ich. Ich habe auf jeden Fall schon ein Leben verloren hier. Bam, 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 bam. Stirb da oben. Blöd, Mann. Kommt da auch noch einer raus? Ja. Das stelle ich mir zu zweit schon witzig vor hier. Okay, warum ist jetzt hier nochmal eine Knarre? Keine Ahnung warum, aber ich nehme einfach mal mit so. Okay, das ist unhässlich. Wow! Slow-mo. Okay, hier müssen wir jetzt eigentlich nicht drüber. Ach so, da bin ich vorhin drüber gegangen, ne? Gold. Da ist ein Bogen. Aber ich bleib lieber bei der Pistel. Ist ja richtig easy mit der Pistel hier. Bevor ich mir da einen abtue mit dem Bogen, der eh nicht richtig funktioniert. So, was sind wir denn jetzt hier? Wo, 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 wo? Was denn das für ein Riesenlevel? Hey! Gehen wir mal hier rein. Da kann ich ein Leben wieder auffüllen. Yes. Dann gehen wir wieder zurück. Und dann schauen wir jetzt erstmal rechts lang. Wow, der kommt ganz schön schnell. Boah, das war aber knapp, ey. Hat der mich erwischt? Gut. Was ist denn das alles da? Leute. Da kriegst du wirklich eine Reizüberflutung hier. Was war denn hier für einer? Wo ist denn der hin? Au! Ey, 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 ey! Langsam, Mann! Wow! Du bist der einer, ey! Okay, hier gibt's nichts mehr. Da können wir dann rüber. Schauen wir mal da lang. Hm. Das ist ja... Oha, oha, oha. Okay, so. Einfach. Einfach so. Komm her. Ganz schön große Blumen, ey. Hey! Stopp! Oh, da ist wieder so einer. Wow! Ich weiß gar nicht, wie man den stoppen kann. Jetzt bin ich ja wieder hier. Ich muss ja irgendwo hin. Aber wohin? Hä? Hier bin ich rüber. Da komme ich nicht hoch. Okay.
Jetzt sprinte ich da einfach rüber. Ich gehe mal davon aus, dass die runterfallen. Ja. Oha. Da fällt gleich alles ein. Wohin genau? Moment mal, hier sind wir nicht hochgelaufen, oder? Hey, ja, da sind wir nicht hochgelaufen. Ha. Oh nein, schon wieder so einer. Ha. Ja, Leute, schaut so aus, als ob man echt nur hier diese kleine Pistole braucht. Lass mich. Echt easy mit der Pistole. Da renne ich dich doch nicht mit dem Hammer da rum oder mit dem Bogen. So. To next level. Okay. Level 2. Und da könnte man es wieder zurückgehen. Ja, Leute. Ich hätte gesagt, und das langt für den ersten Eindruck hier. Level 1 complete. Aha, hier kriege ich meine Erfahrungspunkte. Jetzt bin ich Level 2 und ich habe 77 Coins und könnte mir jetzt dann irgendwas kaufen gehen. Das schauen wir uns jetzt noch an. So, Camp Square. Aber da konnte ich nichts kaufen. Kann ich jetzt halt hier mit dem Zeppelin irgendwie wieder zurück? Was ist mit meinen Händen los? Nö. Moment mal. Komme ich jetzt hier irgendwo wieder zurück? Nee. Camp Square. Okay. Camp Square. Dann gehen wir einfach nochmal da rein. Schauen wir mal. Okay, hier können wir definitiv... Moment mal, hier. Waffen. Bogen. Hammer. Ach, guck mal an. Sehr cool. Guck mal. Ich will diese Knarre. Plus. Und da könnt ihr jetzt halt die Waffen upgraden. Okay, hier kann ich aber auf jeden Fall nichts bei Item. Ah! Explosive Arrow. Okay, bei Item. Confirm. Cannot afford. Cancel. Why? Achso, ich habe diese Kristalle hier nicht. Die werden wir wohl später im Spiel kriegen. Ja, Leute, ich schaue mir das auf jeden Fall nochmal an. Scheint echt ganz witzig zu sein. Falls jemand von euch das Spiel sich holen würde, dann würde ich mich freiwillig melden zum Koop-Spielen hier. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und der kleine Eindruck hier von diesem Spiel. Falls ja, dann lasst bitte einen Daumen hoch da, den kann ich hier leider nicht zeigen. Abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Bye!